Ja, weiß jetzt nicht, ob der Kollege eben auf dem Zug stand, auf dem er durch die Gegend gefahren ist und sich dann verhandelt hat, oder ob er auf dem Fließband oder sowas stand. Auf jeden Fall sind wir hier bei Mega Man 4. Mega Man 4 ist das erste Mega Man, was ich kommentiere, denn egal, was ich hier mache, selbst wenn ich nicht kommentieren würde und mich konzentrieren würde, ich würde hier verkacken, weil Teil 1 bis 3, das sind glaube ich die meisten Spiele von mir, die kann ich noch aus dem AA, die habe ich auch schon mal vor gefühlt Millionen Jahre hochgeladen. Ich will das hier auch nicht als Stage-for-Stage-Ding machen, also jedes Video ein Roboter, sondern ich werde einfach drauf losspielen und egal wie viele Versuche ich brauche, ja, die ganzen Typen hier versuchen zu plätten. Ja, ich weiß von der Reihenfolge, also ich hab's mal gespielt. Ich hab's durchgeschafft, ich habe auch 5 und 6 durchgeschafft, das habe ich sogar öfter als 5 und 6 durchgeschafft, aber ist halt nicht mehr viel übrig, weil ich weiß nicht mehr, was rauskam, ich habe irgendwie aufs Datum geachtet, naja, so lange ist das her. Ungefähr so lange. Ich habe auch ein ganz tolles Heft mit Reihenfolgen von Robotergegnern, wie man die macht. Das hat mir damals noch meine Ex-Freundin aufgeschrieben, vor 10 Jahren oder vor 11. Und ja. Den Ball will ich aber rauchen, das ist lustig. Soll ich den Ball Games Mega Man vielleicht verkneifen? Das hier ist gerade so ein kleiner Test, weil ich will bald mein geliebtes Lieblingsspiel aufnehmen. Und deswegen mache ich jetzt hier nach langer Zeit mal wieder einen Game-Test. Einen Aufnahmetest. Also ich weiß noch, dass es mit Toadman anfängt. Also soll die leichteste Reihenfolge sein. Ich habe keine Ahnung, wie der geht. Und wenn man nicht weiß, wie Robotergegner gehen, dann kann das eigentlich sehr verheerend sein. Ich weiß gar nicht, wie ich den Controller gerade anpacken soll. Ziemlich schmal das Teil. Ziemlich fett das Teil, meine ich. Boah, ja, boah. So. Und ich finde, der Schluchtenspiel ist jetzt von Anfang erstmal genug. Ich hoffe, das Videospiel denkt genauso. Aber gut, dass hier kein Counter läuft. Jetzt schon bei 4 Minuten noch was. Ich werde es natürlich nicht ganz mit einem Video aufnehmen, weil sonst dauert das 2 Tage, bis es gerendert ist. Ich werde glaube ich 15 Minuten Breaks machen oder so. Ich finde, viele behaupten ja oft gegenteilige Sachen. Ich finde, ab hier werden die Mega Man Games richtig schwer. Ich habe das dann dafür bei 2 und bei 3 und so weiter nicht so empfunden. Na, ja. Okay. Ich dachte, ich hätte es jetzt gleich nicht gefunden. Erst die. Oh! Augen! So, das hat ja schon mal geklappt. So, ich dachte von der Zigarette. Oh, ich will immer wieder den Analoghebel greifen. Wie ist das langsam selber so gewohnt, weil ich in der Zeit ganz viel neuere Sachen gespielt habe immer wieder. Das hat. Und damit meine ich nicht nur Resident Evil 5, sondern auch andere. Klingt fast unglaublich bei mir, aber ist so. Oh, jetzt holt er natürlich gleich die Augen raus hier. Nochmal die Bomben. Trifft nicht das Arsch. Ja, dann treffe ich ihn und dann ist es vorbei und ich kann ihn jetzt mal eine Zigarette ziehen. Ich glaube, ich lasse das dann hier nachher.
paar Züge müsst ihr euch allerdings noch gedulden. Ich werde auch gleich jetzt losgehen für mich, denn ich werde gleich Piranha! Töte mich nicht! Oh. Ich werde gleich Expendables 3 gucken. Hey! Arschvieh! Ich bin jetzt nicht so toll hier, aber naja, gut. Alter, habe ich eigentlich schon irgendein Rush-Item? Okay, so lange mache ich das jetzt so und ich hoffe, die Piranhas werden mich nicht ficken. So, damit das so schön ist. War gar nicht mal so lang, das Level finde ich gerade. Oh, die müssen pissen wie Zuchtochse, Entschuldigung. Solche Wörter aber streichen, wenn ich sowas sage. So. Alles klar. Sollen wir mal schauen? Nicht so viele Hoffnungen machen. Ich denke, das wird in die Hose gehen. Gut, das sieht jetzt doch nicht so schlimm aus. Ich habe es mir gerade schlimmer vorgestellt. Oh, der war nicht so gut. Der auch nicht. Ah. Naja, da das nochmal regnen lassen, da sollte man nicht zu kommen lassen, das weiß ich gerade noch. Und ich habe, glaube ich, auch so einigermaßen Taktik raus, ich muss nur ein bisschen ruhig in der Hand werden. So war das also, damals. Nicht abschießen, okay. Thema Norm und Abstände einhalten. Ich weiß. Diesmal stirbst du nicht. So. Gut. Das war wohl Nummer 1. Oh, und ich muss. Voll Hightech hier, wa? Aber was willst du auch erwarten, wenn es im Jahr 2000 noch was ist? Oder 2000XX irgendwas. Nehmen wir einfach an. Im Jahr 2017 gibt es Roboter und lustige Hunde und also ein Gedöns und Frosch-Roboter und Säureregen, den ich jetzt erhalten habe. Ja, nehmen wir einfach an, so ist das. Und damit verabschiede ich mich mal mit meinem ersten Video und wir sehen uns gleich wieder beim nächsten Gegner, den ich euch dann vorstelle. Ciao.